Moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihrer Sylt-Zeit. Mein heutiger Gast ist allen Sylt-1-Zuschauern bekannt. Er ist bekannt wie ein bunter Hund auf Sylt und in Deutschland. Es ist der Sylt-1-Märchenonkel Frank Deppe. Moin, Frank. Hallo, Anke, grüß dich. Frank, du bist ja nicht nur der Sylt-1-Märchenonkel, wie ich dich gerne nenne, sondern du bist seit 12 Jahren freiberuflicher Journalist. Frank, wie bist du denn Journalist geworden? Wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Woher kommt das? Also der Klassiker, wie es bei vielen Journalisten ist, dass man in der Schule schon gerne Deutschunterricht genossen hat. Das war immer mein Faible, mein Lieblingsfach, Aufsätze, Nacherzählungen, was auch immer. Ja, und dann war es eigentlich ein sehr glücklicher Zufall. Ich habe dann Abi gemacht hier auf Sylt, meinen Wehrdienst abgeleistet und habe danach Bewerbungen geschrieben. Und schon damals war es eigentlich Usus, dass man ein Volontariat eigentlich erst bekommt, wenn man auch studiert hatte. Habe dann aber das große Glück gehabt, dass dem Chefredakteur der damaligen Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung irgendwie meine Nase gepasst hat, wie auch immer. Und ich habe dann tatsächlich, ich war 21 Jahre alt, habe dann ein Volontariat bekommen, war hier in verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein und mit 23 dann damals der jüngste Redakteur im Bundesland. Und das war dann natürlich ein guter Auftakt. Du hast also sozusagen nach der Schulzeit, du bist auf Sylt aufgewachsen, hast nach der Schulzeit die Insel verlassen und warst dann eine Weile auf dem Festland und bist dann aber wiedergekommen. Warum hast du dich denn entschieden, wieder nach Sylt zu kommen? Also war die Liebe zur Nordsee so groß? Die Liebe zur Nordsee und die Liebe zur Frau. Ich bin dann also im Anschluss, als ich dann wie gesagt Redakteur war, habe ich dann noch für den Axel Springer Verlag gearbeitet und habe dann eine sehr interessante Zeit erlebt. Das war nämlich unmittelbar nach der Wende. Da habe ich dann in Mecklenburg-Vorpommern eine Redaktion geleitet und das war natürlich ein großes Ausmaß an neuen Erfahrungen, das ich da erleben durfte mit den Menschen. War eine tolle Zeit. Ich hätte dann im Springer Verlag auch weiterkommen können. Hatte ein Angebot von der Bild am Sonntag, aber es hat mich dann doch wieder auf die Scholle gezogen. Zumal meine heutige Frau damals hier lebte. Das war natürlich noch ein Grund mehr. Und ich bin wieder nach Sylt zurückgekommen und habe dann erstmal hier bei einer Wochenzeitung die Redaktion geleitet, einige Jahre, und habe mich dann entschieden, freiberuflich zu arbeiten. Nun ist es ja, freiberuflich ist ja was anderes als in der Redaktion. Fehlt dir diese Redaktionsarbeit eigentlich noch so, wie du es sozusagen am Anfang gemacht hast? Eigentlich gar nicht. Denn das Schöne ist natürlich, als One-Man-Show, wie ich immer zu sagen pflege, dass du, wenn einer einen Fehler macht, dann bist nur du selbst. Dann sind es nicht deine Kollegen, deine Vorgesetzten, wie auch immer. Also man ist wirklich voll verantwortlich und das finde ich eigentlich auch sehr schön. Und es ist zum anderen, dass ich ja, ob das jetzt mit euch ist oder mit der Sylter Rundschau oder mit Syltfunk, ich habe ja durchaus mit Redaktionen auch Kontakt, aber bin eben nur da am Rande eingebunden und ich genieße das eigentlich wirklich sehr, dieses, alleine da mein Ding möglichst gut zu machen. Und machst du ja eigentlich auch super auf der Insel. Frank, du warst, du hast so gesagt, mit 21 Jahren der jüngste Redakteur, mit 23 Jahren der jüngste Redakteur in Schleswig-Holstein. Wie hat dich denn diese Zeit geprägt, auch in deinem journalistischen Stil? Also was mir unheimlich gut gefallen hat, die Ausbildung erfolgt ja klassischerweise überwiegend im Lokaljournalismus. Und mir hat eigentlich unheimlich gut gefallen, Reportagen zu machen, mit Menschen zu arbeiten, über Menschen zu berichten, Schicksale, Ereignisse, Lebenswege, und dem bin ich eigentlich bis heute treu geblieben. Also der Mensch interessiert mich und das in seinen unterschiedlichsten Facetten, egal welcher Beruf, egal welche Ausprägung, das hat mich wirklich von Anfang an fasziniert und eben auch durchaus historische Themen. Frank, wir haben jetzt schon ein bisschen über deinen Werdegang als Autor, Pressedienst Deppe, Journalist gesprochen. Und du hast gesagt, dass du gerade Reportagen dich immer noch begleiten und Geschichten über Menschen. Und das hast du ja auch viele, viele, viele Sylt-Bücher geschrieben. Bücher über Sylt, Sylter Märchen, Sylter Geschichten, alles Mögliche. Du liest ja auch bei uns im Programm. Frank, warum hast du dich denn dafür entschieden, Autor zu werden? Oder warum gerade Sylter Geschichten? Also es ging damit los, dass vor über 20 Jahren ein Hamburger Verlag auf mich zukam und sagte, Mensch, schreib doch mal ein Buch für uns. Das habe ich dann gemacht. War natürlich eine tolle Erfahrung, gerade wenn man so das erste Buch in den eigenen Händen hält. Und dann habe ich eben da die Faszination fürs Bücherschreiben entdeckt, was natürlich einen großen Vorteil hat. Wir wissen ja, der berühmte Satz, was heute in der Zeitung steht, ist dann leider morgen im Papierkorb.
und dass man durch Bücher die Möglichkeit hat, eben Dinge wirklich festzuhalten, auch der Nachwelt mal irgendwann vielleicht zu überliefern. Und es gibt auf Sylt einfach unheimlich viele Themen und es gibt auch unheimlich viele Themen, die eben literarisch noch nicht bearbeitet wurden. Und da finde ich doch immer wieder eine interessante Nische und ja, glücklicherweise scheine ich da auch einen relativ guten Riecher zu haben, wenn ich eben die Verkaufszahlen ansehe. Das macht dann Spaß und ja. Hast du denn im Kopf, wie viele Bücher du schon geschrieben hast oder herausgegeben hast? Also ich glaube, geschrieben sind es natürlich auch nicht alles solche Schwarten. Es sind ein paar auch dickere Bücher dabei, aber ich habe eben zum Beispiel eine Reihe, die kleine Inseledition, das sind so kleine handliche Büchlein. Insgesamt 23, glaube ich, so um und bei. Und wenn du dich jetzt entscheidest oder wenn du jetzt eine Nische wieder gefunden hast für ein schönes Thema, wenn du dich dann entscheidest, okay, darüber recherchiere ich und schreibe und bringe das heraus, wie lange dauert das denn? Was gehört denn auch zu diesem Prozess für dich persönlich dazu? Es fängt ja an, wie du sagst, natürlich erstmal mit der Idee. Man hat eine Idee, man guckt dann eben im Buchhandel auch, was ist da schon vorhanden zu dem Thema oder eben auch nicht. Und aus dieser Idee keimt dann die Recherche. Das dauert natürlich immer seine Zeit, da ich ja nur noch viele andere Dinge noch parallel mache. Und von der Idee bis zum fertigen Buch, also ist unterschiedlich, aber ein Jahr bestimmt. Es gibt auch Bücher, die ich schon seit 10 Jahren oder Buchideen, die ich seit 10 Jahren mit mir rumtrage, auch noch weiter mit mir rumtragen werde. Aber immer wieder wird dann doch im Durchschnitt auf jeden Fall eins pro Jahr umgesetzt. Und wenn du das dann fertig hast und du siehst das dann selber auch im Laden, bist du da immer noch stolz, auch wenn du schon so viele Bücher veröffentlicht hast? Ja, stolz wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Also was ich vorhin schon erwähnt habe, die Erfahrung, wir kennen ja alle das erste Mal in jeder Hinsicht und das bei Büchern nicht anders, wenn man dann das erste eigene Buch hat, das ist schon unheimlich faszinierend und stimmt einen sehr freudig und auch stolz, wie du sagst. Nachher, ich will nicht sagen, dass es eine Routine ist, aber ja, man freut sich, aber da hat man schon wieder das nächste Projekt im Kopf, denn es gibt einfach so viel zu erzählen über diese Insel. Und was hat dir am meisten Spaß gemacht? Also jetzt Sylt der Märchen, Sagen oder was du so alles herausgebracht hast, Sylt im Sturm. Was ist denn das, was für dich oder sozusagen dein Baby, dein Herzensprojekt, dein liebstes Stück gewesen? Sie sind ja sehr unterschiedlich thematisch gestrickt, meine Bücher. Und es ist natürlich schwer, da jetzt eins hervorzuheben, was für mich sicherlich bedeutungsvoll war, weil es ein sehr ernstes Thema gewesen ist, ist das Buch Wie der Nationalsozialismus die Insel Sylt erobert hat. Das habe ich also anhand von zahlreichen Zeitungen, also habe ich wirklich gelesen wie ein Verrückter, von zahlreichen Zeitungen, Sylter Zeitungen in den Jahren 1933 bis 1939 eben nachgearbeitet, authentisch wiedergegeben. Das war wirklich ein sehr interessantes Projekt und auch eins, das mir am Herzen lag, denn die meisten Bücher von mir, die schildern ja auch eher die positiven Seiten der Insel und das ist natürlich auch ein Kapitel, was natürlich wie in ganz Deutschland auch die Insel Sylt betroffen hat. Wir sind immer noch in Morsum, habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Morsum bei Frank Deppe zu Hause. Er hat uns exklusiv eingeladen zu sich aufs Grundstück. Lieber Frank, nun gehört dir Pressedienst Frank Deppe oder Pressedienst Deppe. Du bist ja freiberuflicher Journalist, haben wir ja schon geklärt. Und du bist auf der Insel unterwegs, aktiv, versendest Pressemitteilungen. Wie schwer ist es denn in der heutigen Gesellschaft freiberuflich zu sein, gerade als Journalist und vor allen Dingen auf Sylt? Allgemein ist natürlich die Lage sehr schwierig für freiberufliche Journalisten in Deutschland, zumal in den Metropolen, wo es ja nun wirklich zahlreiche gibt. Auf Sylt ist die Lage da ein bisschen anders. Ich sag mal, da ist das Potenzial an guten freiberuflichen Journalisten doch sehr begrenzt. Wir kommen uns da auch überhaupt nicht ins Gehege. Ich habe gute Drähte zu den anderen und es gibt hier genug zu tun und es ist eigentlich alles sehr zufriedenstellend, ja. Du hast ja auch vorhin schon erwähnt, dass du für uns machst du Sachen, du bist beim Syltfunk und bei der Sylter Rundschau. Es ist ja unterschiedlich, es ist Radio, Zeitung, Fernsehen. Wie unterschiedlich ist es denn auch für dich? Wie nimmst du das denn wahr, also gerade deine Arbeit, die du da machst? Es ist, wie du sagst, Anke, sind Unterschiede. Ich bin ja von Haus aus nur ein Printjournalist. Es war für mich daher unheimlich interessant, eben auch im Radio oder fürs Fernsehen mal ein bisschen zu arbeiten zu dürfen. Es macht unheimlich Spaß. Es ist natürlich klar, dass beim Fernsehen, beim Radio wieder andere Anforderungen sind als beim Schreiben. Und es macht einfach nach wie vor Spaß, diese Exkursionen, nenne ich es mal, in die anderen Medien. Und was magst du am liebsten? Vielleicht kannst du uns das jetzt verraten, ohne dass jetzt irgendjemand sauer auf dich wird.
Anke, das tue ich natürlich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht, aber ein Versuch war es ja wert, dass ich mal frage. Frank, du bist ja nicht nur bei Sylt-Funk, Zeitung und Fernsehen zuständig, sondern du machst ja auch viel für die Gemeinden und hilfst da. Was genau machst du denn da jetzt? Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen. Ja, es gibt eben diverse Auftraggeber, für die ich arbeite regelmäßig. Das sind, wie du sagst, Kommunen, Tourismus-Services, Betriebe, Verbände. Und da läuft es so eben, dass ein Thema da ist, dass wir das dann eben erarbeiten, die Fakten dann eben mit den entsprechenden Ansprechpartnern für mich. Und ich aus diesen Fakten dann eben Pressemitteilungen erarbeite oder auch für die Homepages der Verantwortlichen. Und das läuft auch sehr schön. Mit vielen arbeite ich, wie gesagt, regelmäßig und auch schon seit längerer Zeit zusammen. Es ist natürlich sehr schön, muss ich auch noch hinzufügen, um wieder an die Anfänge zurückzukommen. Da ich auf Sylt aufgewachsen bin, ist natürlich ein unheimlicher Vorteil, dass ich sehr viele Leute eben auch schon sehr lange Zeit kenne. 10, 20, 30 Jahre, 40 Jahre. Und das ist natürlich sehr schön, wenn man sich eben so lange kennt und dann auch noch zusammenarbeitet. Das macht Freude. Ja, Frank, wenn du jetzt zum Beispiel, also du hast ja nicht so Arbeitszeiten wie wir zum Beispiel. Also du bist ja sicherlich auch flexibel und musst überall hinfahren. Aber wie oft bist du denn am Tag gerade für deinen Job unterwegs? Kannst du das so pauschal sagen? Es ist unterschiedlich. Es gibt Tage, an denen ich eben viele Termine habe, viele unterschiedliche Termine, wo ich dann auch gar nicht zum Schreiben komme. Dann habe ich wieder Tage, wo ich dann, die selten sind leider, wo ich dann wirklich mal gar keinen Termin habe, wo ich den ganzen Tag wirklich schreiben kann. Das Schöne ist, wie du sagst, man kann es sich natürlich einteilen. Ich kann, wenn ich will, morgens um 6 Uhr am Computer sitzen oder abends um 10. Man ist ja sehr flexibel, hat natürlich auch den Vorteil, wenn es zum Beispiel im Sommer mal besonders schön ist und meine Frau sagt, Schatzi, lass uns doch mal zum Strand, dass man sagt, okay, dann nehme ich mir mal 2 Stunden frei. Ja. Das ist natürlich sehr schön, dass man jetzt eben nicht so einen 9-to-5-Job hat. Aber wie es so schön heißt, selbst und ständig. Das stimmt, du hast jetzt gerade gesagt, am Computer bist du nicht oldschool und das vielleicht manchmal auch noch Zettel und Papier, also Stift und Papier in die Hand nimmst und da was schreibst, oder ist es rein ausschließlich am Computer, auch gerade für deine Bücher? Also Zettel und Stift benutze ich immer noch nach wie vor bei Terminen. Ich bin also keiner, der da irgendwie ein Diktiergerät hinstellt, sondern schreibe immer noch alles brav mit und das setze ich dann zu Hause am Computer um. Und bei Büchern ist es so, da hast du recht. Manchmal im Urlaub oder so setze ich mich auch hin, schreibe mal ein bisschen. Und das ist eben eine Mixtur, ob ich jetzt mit dem Stift schreibe oder am Computer, aber größtenteils schon am PC. Und ist dir das dann auch wichtig, gerade dieser Ausgleich, dass du rausgehst, Termine hast, aber dann auch wirklich dich sozusagen in dein Haus setzt oder in den Garten oder wo auch immer und schreibst und auch schön entspannt für dich bist? Du hast es perfekt ausgedrückt, so ist es. Vierter und letzter Teil der Sylt-Zeit für heute, leider eigentlich. Frank, ich könnte stundenlang noch mit dir quatschen. Frank, du hast ja schon einen Teil davor, also im vorigen Teil gesagt, dass du bist ja auf Sylt aufgewachsen, ist ja auch bekannt. Und du hast das ja auch alles miterlebt und jetzt bist du auch noch auf Sylt. Wie hat sich denn die Insel in den letzten Jahren verändert? Vielleicht kannst du ein paar positive, negative Sachen, vielleicht persönlich für dich sogar auch was sagen dazu? Ja, um mit dem Negativen anzufangen, was ja nun auch hinlänglich bekannt ist, natürlich der Bauboom, die Immobilienpreise, die Mietpreise, das natürlich in den Jahrzehnten jetzt, die ich hier auf Sylt lebe, hat sich natürlich eklatant entwickelt. Es ist natürlich auch die Zahl der Gäste, die immer beständig nach oben geht. Gut, auf der einen Seite brauchen wir sie natürlich. Umgekehrt wissen wir alle gerade in der Hochsaison und so, wie voll es denn doch hier ist auf der Insel. Schade ist eben auch, dass einige klassische Geschäfte, Gaststätten verschwunden sind im Laufe der Zeit. Es ist eben viel der Modernität geschuldet. Ja, positiv. Was hat sich positiv entwickelt? Muss ich überlegen. Also natürlich, was sich natürlich sehr entwickelt hat, ist zum Beispiel so das Segment, ich sag mal, Veranstaltungen und Events. Da haben wir natürlich heute, ist ja auch bekannt, vom Polo bis zum Windsurf Cup und was wir da alles haben. Da wird wirklich den Syltern und den Gästen natürlich sehr viel geboten. Und es ist eben schön, dass zumindest noch auf den Dörfern, wie hier zum Beispiel in Morsum oder Arxum, dass da doch noch sehr viel Gemeinschaft ist. Wir wissen ja, an einigen Orten ist es hier Kampen, wo dann im Winter die berühmten Geisterstraßen sind. Das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht so schön ist. Aber einige Dinge sind ja Gott sei Dank geblieben. Die herrliche Landschaft, die herrliche Luft, wissen wir ja, das hat sich alles erhalten. Frank, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die herrliche Landschaft, die herrliche Luft. Wenn du jetzt mal nicht unterwegs bist als Pressedienst und mal nicht mit Kirsten am Strand sitzt, ja, wo bist du denn super gerne auf Sylt? Was ist denn dein Lieblingsörtchen?
Also ich bin im Gegensatz zu den meisten Syltern und den meisten Gästen eigentlich mehr so ostlastig. Mhm. Vielleicht, weil ich damals in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet habe. Nein, kleiner Scherz. Mir gefällt unheimlich die Ostküste, das Watt. Und da ist natürlich, klar, liegt ja nahe, das Morsum Cliff ist einfach sehr, sehr schön. Oder auch Braderup am Watt. Also ich bin mehr so der Ostküstenmensch. Und brauchst du das auch, also wenn du jetzt als Ausgleich zu deinem Alltag, dass du jetzt auch sagst, okay, ich gehe mal spazieren oder ich mache mal irgendwelche Sachen oder ich verlasse auch mal die Insel? Ja, Insel verlassen leider, möchte ich leider viel häufiger als es geht. Das sind dann eben halt wieder die Termine, die Aufträge. Wir schaffen es aber zumindest zweimal im Jahr, auch mal einen Urlaub zu gönnen. Das haben wir inzwischen durchgekriegt. Meine Frau arbeitet ja nun auch sehr viel. Und so ein Spaziergang, wie du sagst, ist natürlich eine Entspannung. Und dann habe ich noch ein sehr geruhsames Hobby, was ja natürlich ideal ist bei meinem Beruf, dass ich eben gerne angeln gehe. Da fängt jetzt auch wieder die Angelsaison an, da freue ich mich auch drauf. Und das ist ein schöner Ausgleich. Und wie oft gehst du dann angeln? Also wie oft kannst du das dann auch wirklich wahrnehmen? Also ich versuche es zumindest einmal alle 1 bis 2 Wochen hinzukriegen. Und das tut ihn auch immer sehr gut. Und man sagt danach, man sollte es öfters tun, aber dann sitzt man wieder am Schreibtisch. Kennst du ja auch. Richtig, das stimmt. Man kommt einfach vom Schreibtisch nicht los. Lieber Frank, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt auch gerade am Strand oder am Morsum Cliff oder irgendwo unterwegs bist, kommen dir dann auch Ideen für Bücher oder da jetzt gar nicht, sondern wirklich nur, wenn du dich mit den Themen dann so beschäftigst? Doch, wie du sagst, genau. Die Ideen, bei vielen kommen sie ja bekanntlich unter der Dusche, habe ich auch manchmal. Aber sie kommen auch beim Spazierengehen, beim Angeln, absolut, hast du recht. Gerade da, wenn man dann eben ganz entspannt ist, ist es sicherlich auch ideal für die Kreativität, dass man plötzlich eine Idee hat und sagt, Mensch, dann schreibe ich mir gleich eine Nachricht in mein Handy rein oder auf den Blog und dann wird es vielleicht auch umgesetzt. Und kannst du mir vielleicht auch für zukünftige Projekte, steht irgendwas an? Hast du jetzt irgendwas, was dieses Jahr vielleicht noch oder was du unbedingt noch machen möchtest jetzt in nächster Zeit? Kannst du mir darüber was verraten? Ich weiß, es ist ja immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht kannst du ja wirklich schon mal was sagen. Also es steht was an. Es wird im Sommer ein neues Buch von mir herauskommen. Wieder ein ganz anderes Thema. Ich denke mal, es wird sehr spannend und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Frank, ich würde einfach sagen, wir treffen uns dann wieder, sprechen dann nochmal über dein neues Buch und über deine Projekte. Frank, wir sind fertig mit der Sylt-Zeit für heute. Ich bedanke mich, dass du Zeit hast, dass wir herkommen durften nach Morsum und weiterhin alles Gute. Erfolg vor allen Dingen auch mit deinem Pressedienst, dass du weiter journalistisch tätig sein kannst. Dankeschön. Es war sehr schön, Anke. Ich habe zu danken und wir haben ja auch weiter dienstlich miteinander zu tun. Da hast du recht. Ich hoffe bald wieder. Wir müssen ein paar neue Folgen drehen. Unbedingt. Liebe Zuschauer, das war die Sylt-Zeit für heute und wenn Sie mögen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.